Dann machen wir jetzt Aufgabe 116, richtig? So, dann müsste mir mal jemand das Schaltbild so ein bisschen zuflüstern. Also so ganz grob habe ich in Erinnerung, wie das aussieht, aber jetzt im Detail nicht so richtig. Also das sind auf jeden Fall drei so Stränge, richtig? Ist hier oben noch irgendein Element mit drin? Nee. Nein. Mittlerer Strang kommt da. Da ist ein Kondensator. Ein Kondensator im mittleren Strang. Dann kommt eine Spannungsquelle. Dann haben wir eine Spannungsquelle. So, dann auf dem linken ist ein Widerstand gefolgt von einer Spannungsquelle. Okay. Und rechts ist einfach eine Induktivität. Rechts haben wir einfach eine Induktivität. Und durch die ist wahrscheinlich auch der Strom gesucht, richtig? Die Ströme sind, also die linke Spannungsquelle ist UQ1. Und die zeigt nach oben oder unten? Unten. Die zeigt nach unten, UQ1. Und zwischen UQ1 und dem Widerstand fließt I1. Nach oben wahrscheinlich? Richtig, nach oben. Ja, ich schreibe das jetzt mal hier erstmal auch so hin, I1. UQ1 von T und I1 von T, das ist dann wahrscheinlich R, C und L. Und dann haben wir noch eine zweite Quelle, die zeigt potenziell vielleicht auch nach unten, keine Ahnung. UQ2 von T mit auch einem Strom I2 von T, der nach oben fließt. Und dann gibt es hier bestimmt einen Strom I3, der nach unten fließt oder IL oder sowas? Darunter. Ja, das ist ja egal, ob ich den da drüber oder darunter einzeichne, ist ja der gleiche Strom. Das ist I3 und das ist auch der gesucht ist. Okay. So, und diese schöne Schaltung und Aufgabe soll man jetzt mit dem Superpositionsprinzip lösen. Und jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, warum brauchen wir jetzt sowas wie Superpositionsprinzip? Oder warum braucht man irgendwie Netzwerkberechnungsverfahren? Warum kann man das jetzt nicht einfach so lösen, die Schaltung, und direkt mal eine Formel hinschreiben für alle Ströme und alle Spannungen? Weil es zwei Quellen gibt. Also wenn es nur eine Quelle gäbe, dann wäre es ja alles gar nicht so schlimm. Dann könnte man einfach irgendwie Stromteilerregel, Spannungsteilerregel anwenden oder und so nur Gesamtwiderstand, Gesamtimpedanz ausrechnen und irgendwie so langhangeln in der Schaltung. Und dadurch, dass es jetzt zwei Quellen gibt, brauchen wir eben irgendwie irgendeine Art von Netzwerkberechnungsverfahren, die uns da so ein bisschen hilft. So, und was ist jetzt dann die Idee vom Superpositionsprinzip? Genau, also genau diese Idee zu sagen, wenn es nur eine Quelle gäbe, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Ja? Also tun wir mal so stückchenweise so, wir halten mal die Quelle zu und tun so, wie wenn nur die andere Quelle an ist. Und dann halten wir die Quelle zu und tun so, wie wenn nur die Quelle an ist. Und dann haben wir den Einfluss von jeder Quelle und das rechnen wir am Ende einfach wieder zusammen. Das ist im Prinzip genau die Idee. So, und deshalb schreibe ich jetzt mal hin, wir rechnen jetzt mit erstmal nur mit UQ1 von T weiter. Ja. Und das, was ich jetzt mache, weiß nicht, muss man nicht machen. Ich würde das jetzt so am Anfang vielleicht trotzdem machen, weil es ein bisschen dem Verständnis und der guten Sache dient und hilft, wenn man sich die Schaltung jetzt einfach nochmal so umzeichnet, dass man wirklich nur diese Quelle da hat und dass zum Beispiel alle Widerstände und Ströme und so und Bauelemente in eine Richtung zeigen, dass man einfach schöner und besser erkennt, was ist zu wem in Reihe geschaltet und was ist zu wem parallel geschaltet und sowas. Ne? So, und was ich jetzt dabei gleichzeitig auch noch mache, ist, also hier steht das jetzt ja alles von T, von T, von D. Wir bräuchten vielleicht noch Werte von den Bauelementen, die könnte ich mal noch hier drunter schreiben. Ja? Das jetzt gleich in sozusagen Zeiger und in den Bildbereich, in den Frequenzbereich überführen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Werte der Bauelemente. Also sind die gegeben? Ja. Ja. 10 Ohm. 10 Ohm. Von Omega L ist 30 Ohm. Ja. Ah, okay, da sind sozusagen auch direkt Impedanzen gegeben oder Reaktanzen 30 Ohm. Und das 1 durch Omega C sind 20 Ohm. Und dann sieht man, das sind irgendwie schon so konstruierte Werte. Da wird irgendwas schon dann Schlaues bei rauskommen, hoffentlich. So, und UQ1 von T? 250 Volt mal Sinus Omega C plus 90 Watt. Okay. Und UQ2 schreibe ich mal noch hier drunter mit hin.
108,27 Volt. Einfach so mal Sinus Omega T ohne Einphasenwinkel. So, sehr gut. Und ich meine, dann können wir aus denen einfach direkt wieder komplexe Zeiger machen. Da jetzt in der Aufgabe nirgendwo die Rede davon ist, dass man irgendwas mit Leistung oder so machen soll, ist nicht. Nee, man soll einfach nur Ströme, also den Strom hier wollen wir ausrechnen, richtig? Okay. Ja. Würde ich jetzt aus denen einfach Spitzenwertzeiger machen? Macht es jetzt am einfachsten. Wenn irgendwo nach Leistung gefragt wäre, dann wäre es vielleicht eine schlaue Idee, da direkt Effektiverzeiger draus zu machen, weil man mit denen dann schöner Leistung ausrechnen kann. Hier spielt es jetzt keine Rolle. Ja. Okay, so, wie machen wir da jetzt einen Zeiger draus? In sozusagen die Exponentialform dieser Zeiger. Also ich schreibe ein UQ, eigentlich nach unserer Notation müsste ich das jetzt so machen, also ein UQ1 Strich drunter, weil es komplex ist, klein, weil es ein Spitzenwertzeiger ist, ein Dach drüber, weil es ein Ruhnerzeiger ist. Und dann schreibe ich einfach die Amplitude dort ab als Betrag dieses komplexen Zeigers und schreibe den Phasenwinkel hin eben als Argument dieser komplexen Zahlen. Das gleiche mache ich für UQ2 und dann sind das eben diese 108,27 Volt mal E hoch J 0 Grad, und die E hoch J 0 Grad könnte man jetzt auch weglassen. Ich schreibe die mal der Vollständigkeit halber hin. Ja, und also nochmal wichtig, das hier ist jetzt irgendwie so ein Pfeil oder ergibt sich oder daraus folgt oder sowas, aber es ist auf jeden Fall kein mathematisches ist gleich an der Stelle hier. Ja? Also mit dem Zeiger drücken wir diese Zeitfunktion aus, hinter diesem Zeiger verbirgt sich diese Zeitfunktion, aber die sind eben mathematisch gesehen nicht das Gleiche. Das ist wirklich eine Zeitfunktion, die hängt von der Zeit ab, die ist reell, die könnte ich messen, das ist eine komplexe Rechenhilfsgröße, die eben nicht von der Zeit abhängt. Okay, so. Und jetzt kann ich die Schaltung auch im Prinzip natürlich direkt mit diesen komplexen Zeigern schreiben und mit komplexen Impedanzen. Und ich male die jetzt mal so ein bisschen um, sodass ich, so wie wir das in Grundlagen Elektrotechnik 1 immer hatten, dass ich die Quelle relativ groß an die rechte Seite male, zeichne und die anderen Bauelemente eben auf die linke Seite und die anderen Bauelemente alle auf die rechte Seite. Ja? Also jetzt haben wir ja nur UQ1 angemacht. Eine wichtige Sache ist noch, jetzt machen wir UQ2 aus. Was passiert, was wird aus der Quelle UQ2, wenn wir die ausschalten? Einfach ein Kurzschluss. Wir denken uns praktisch jetzt diesen Kreis hier weg, ja, und dann bleibt dieser Kurzschluss über. Also wenn man Spannungsquellen ausschaltet, wird ein Kurzschluss draus. Wenn das eine Stromquelle wäre, ich würde die Stromquelle ausschalten, würde ein Leerlauf draus werden. Kannst du noch mal kurz sagen, warum das so ist? Das ist deshalb so, weil eine Spannungsquelle ja eine ideale Spannungsquelle einen unendlich kleinen Innenwiderstand hat. Ja, und unendlich kleiner Innenwiderstand heißt praktisch Kurzschluss. Wenn ich die Quelle ausschalte, bleibt dieser unendlich kleine Innenwiderstand, dieser Kurzschluss über. Und eine ideale Stromquelle hat einen unendlich großen Innenwiderstand. Und wenn ich die eben ausschalte, bleibt dieser unendlich große Innenwiderstand über, der dann eben einem Leerlauf entspricht. Also male ich jetzt mal hier diese Quelle hin. Das ist jetzt UQ1. Schreibe ich direkt als Zeiger. So, das ist die Quelle. Und jetzt fließt ja dieser Strom hier über diesen Widerstand. Und nach dem Widerstand gibt es diesen Knotenpunkt. Also ich kann erstmal den Widerstand abzeichnen. Ja, hier ist der Widerstand. Hinter dem Widerstand folgt dieser Knotenpunkt, und an dem Knotenpunkt kann der Strom jetzt entweder über Kapazität oder über die Induktivität fließen und ist dann eigentlich schon wieder an der Stromquelle, an der Spannungsquelle angekommen. So, also sieht die Schaltung dann so aus. Das ist immer noch R. Und anstatt des Cs schreibe ich jetzt direkt die Impedanz hin. Das ist 1 durch J Omega C. Und hier schreibe ich auch direkt die Impedanz hin. Das ist J Omega L, was wir vor 2 Wochen mal diskutiert hatten. Ja. Also das muss man einfach wissen, oder das könnte man sich jetzt auch nochmal irgendwie herleiten. Aber das nehme ich jetzt mal hier als gegeben voraus.
So, und jetzt wollen wir ja immer noch diesen Strom hier wissen, richtig? Den Strom I3, den ich jetzt hier auch als komplexen Zeiger hinschreibe. So, und jetzt die große und spannende Frage, naja, wie kann ich denn jetzt diesen Strom hier ausrechnen? Ideen. Stromteiler. So, also können wir sowas wie eine Stromteilerregel nutzen und können sagen, der Strom I3 als Teilstrom ergibt sich. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt muss man wissen, wie Stromteilerregel funktioniert. Genau, also wir nehmen jetzt den Gesamtstrom und das ist ja eigentlich jetzt dieser Strom I1 hier. Und uneigentlich auch. Also das ist der Strom I1, der durch den Widerstand fließt. Und also mit dem multiplizieren wir als Gesamtstrom und steht über dem Bruchstrich der Widerstand bzw. die Impedanz, wo der Strom nicht durchfließt. Das ist das ZC oder 1 durch J Omega C. Und unterm Bruchstrich steht der Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Maschenumlauf. Das ist 1 durch J Omega C plus J Omega L. So, dabei zwei wichtige Hinweise. Also das J an der Stelle ist schon super wichtig. Das muss ich da überall mit hinschreiben. Ohne das J, also bei manchen Rechnungen kann man das J ja auch mal ins Grad drücken und kann sagen, dann rechne ich eben nur mit den Beträgen, rechne ich nur den Betrag des Stromes, Betrag einer Spannung, Betrag einer Impedanz aus. Spätestens dann, eigentlich immer, wenn man zwei Sachen miteinander addiert, dann ist das J nicht ganz unwichtig an der Stelle. Und der zweite Tipp ist, wenn man ein bisschen undeutlich schreibt, sieht so ein C und so ein L manchmal recht gleich aus. Also es ist es sind schon etliche Leute in Klausuren daran gescheitert, dass sie in einer längerzeiligen Herleitung irgendwann nicht mehr das C und das L voneinander unterscheiden konnten. Und die dann irgendwie gegeneinander weggekürzt haben oder was auch immer sowas. Also naja, das ist auf jeden Fall ein C, das ist ein L. Der Trick ist vielleicht das L mit einem besonders prägnanten Ecke zu zeichnen. Okay, also auf jeden Fall, ne, das 1 durch Omega C und das Omega L, das steht ja da, das könnten wir jetzt hier einsetzen. Vielleicht machen wir das auch gleich mal noch. So, auf jeden Fall könnte man aus dem Gesamtstrom mit Hilfe der Stromteilerregel diesen Teilstrom ausrechnen. Jetzt ist die nächste Frage, die sich dann anschließt. Naja, wie kommen wir jetzt auf diesen Gesamtstrom? Genau, also einfach sowas wie Ohmsches Gesetz anwenden, bloß im Komplexen. Also den Strom kriegen wir raus, I ist U durch R bzw. U durch Z und unsere Spannung hier ist diese Quellspannung und das Z-Gesamt müssten wir jetzt mal noch ausrechnen. So, das Z-Gesamt ist dann was? Genau, also R plus J Omega L parallel zu 1 durch J Omega C. Ich hoffe mal, das sieht man jetzt noch auf dem Bild, aber meine gelben Begrenzungsstriche müssten das eigentlich möglich machen. So, naja gut, und ich meine jetzt, also die Werte kennen wir alle, jetzt können wir prinzipiell das ausrechnen, können wir das einsetzen, das ausrechnen, können wir das einsetzen, das ausrechnen. Ja, also jetzt, wo ist mein gelbe Kreide hin? Also setzen wir das hier ein, dann nehmen wir das und setzen das von hier dort ein und dann können wir da den Strom ausrechnen. So, also aus elektrotechnischer Sicht ist das Problem jetzt prinzipiell gelöst. Jetzt ist es eher ein mathematisches Problem, das mit diesen komplexen Zahlen auszurechnen. Und ja, also spätestens jetzt
ist eigentlich das hier nicht so schön, dass wir jetzt hier nur eine Tafel zur Verfügung haben. Eigentlich wäre es jetzt cool, wenn man jetzt einen Computer hätte und MATLAB oder Octave oder Python oder sowas, weil dann könnte man einfach diese komplexe Zahlenrechnung da machen. Ja, also das ist eben was, so komplexe Zahlenrechnung, muss man mal verstanden haben, wie das geht, aber im Grunde macht man das dann eben mit einem Taschenrechner oder mit einem Computer. So, na, jetzt können wir hier so ein bisschen hoffen, dass das eigentlich dann nicht allzu kompliziert wird, was wir hier tun. Also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auszurechnen. So, also R waren 10 Ohm und tja, wie rechnen wir diese Parallelschaltung aus? Produkt durch Summe. Genau, Produkt durch Summe und dann haben wir J 30 Ohm mal J 20, mal, also J 30 Ohm. So, und jetzt mal minus... Also mal minus J 20 Ohm. Ja, so, jetzt wird es, glaube ich, hier schon kritisch vom Platz her. So, und das geteilt durch die Summe. Also hier steht dann J 30 minus J 20. Und ich kürze mal gleich jetzt hier so ein Ohm weg. Ja, ich habe jetzt hier unten das Ohm weggelassen, habe dafür oben ein Ohm weggestrichen. So, müsste schon mal so in etwa funktionieren. So, was ich jetzt noch machen kann, also jetzt ist eigentlich, wenn man jetzt solche Rechnungen von Hand macht, ja, das muss man einfach auch ein paar Mal, ja, frag mal. Minus J Omega 20? Also, weil, sehr gute Frage, weil wir natürlich, wie wir gesagt haben, 1 durch J, ja, hier ist ja 1 durch J Omega C, 1 durch J ist das gleiche wie minus J. Ja, da kommt das Minus her. So, ja, und also wie gesagt, sowas ist eigentlich was, was man schön mit dem Computer macht. Man nimmt MATLAB, man nimmt Octave. Da muss man auch verstehen, wie diese Tools funktionieren, weil sonst Garbage in, Garbage out und so. Ja, und wenn man das mit einem Taschenrechner rechnet, muss man wissen, wie sein Taschenrechner funktioniert, wie kann man komplexe Zahlen in den Taschenrechner eingeben, wie geht man da mit Klammern um, wie macht man eben irgendwie Produkte, Quotienten, Differenzen und sowas. Und wenn man das von Hand rechnet, im Kopf rechnet, braucht man, das muss man einfach ein paar Mal gemacht haben, damit man so ein Gespür dafür bekommt, was ist denn jetzt vorteilhaft, wie kann man sowas ohne viel Zahlen hinschreiben irgendwie geschickt rechnen. So, was fällt einem jetzt vielleicht direkt ein, wenn man da drauf schaut, was man da vereinfachen kann? J mal J, das wird minus 1. Also hier oben haben wir auf jeden Fall ein J mal J. Das hatten wir ja auch letzte Woche schon mal irgendwann. Dass ein J mal J oder ein J Quadrat genau minus 1 ergibt. Ja, weil das war ja so die Definition von dem J von der imaginären Einheit, dass das genau Wurzel von minus 1 war. So, also das J und J ergibt minus 1, das macht dann aus Minus ein Plus. Und man kann unten in dem Quotienten, dem Divisor, die 10 ausklammern und dann eine 0 oben wegklammern. Genau, und wir können hier unten eine 10 ausklammern und sozusagen hier unten die beiden Nullen gegen eine 0 da oben wegkürzen. Und dann steht hier unten 3J minus 2J und dann sieht man wieder, das ist so ein super schön konstruiertes Beispiel, ne, wo das die Zahlenrechnung, wenn man das richtig macht, eigentlich erschreckend einfach ist, weil das soll ja nicht der Anspruch sein, diese Aufgabe, dass man hier irgendwie eine ganz fiese Zahlenrechnung macht, sondern, wie ich sage, das elektrotechnische Problem haben wir jetzt beschrieben, jetzt ist es eigentlich eher ein mathematisches Problem, das jetzt zu lösen. Also 3J minus 2J ergibt J und 1 durch J ergibt wieder ein minus J. So, und 30 mal 2 macht 60. Also kommt hier raus 10 Ohm minus J 60 Ohm. So, jetzt haben wir eine Impedanz mit einem Realteil und einem Imaginärteil. Und der Imaginärteil ist negativ. So, was heißt das eigentlich, wenn der Imaginärteil von der Impedanz negativ ist? Genau, es ist eine ohmsch-kapazitive Impedanz. Also das heißt, eigentlich haben wir ja was ohmsch-kapazitiv-induktives. Ja, die Frage ist jetzt,
Irgendwie scheinbar hat die Kapazität gewonnen in der Impedanz. Ist das sinnvoll, dass die Kapazität gewonnen hat in der Impedanz in dieser Parallelschaltung? Das würde ja bedeuten, dass da quasi länger Energie gespeichert ist. Ja, dass da mehr Strom durchfließt. Also über den Dingern muss ja in der Parallelschaltung die gleiche Spannung abfallen. Und genau, wenn du schon sagst, okay, dass da mehr Energie gespeichert ist, würde ja auch heißen, ich habe hier irgendwie mehr, also am Ende eigentlich mehr Strom hier lang fließen. Ne? Das hat, wenn hier mehr Strom durchfließt, hat das einen größeren Einfluss. So, und jetzt können wir mal gucken, also die Kapazität hat ja hier weniger Impedanz. Ja, weniger Impedanz in der Parallelschaltung heißt, da fließt mehr Strom durch. Ja, wenn ich einen kleineren Widerstand habe, fließt da mehr Strom durch. Also hier fließt mehr Strom hier lang als hier lang. Deswegen hat das mehr Einfluss. Und deswegen gewinnt das auch praktisch hier bei dem Imaginärteil von der Impedanz. So. Also das ist zum Beispiel so, ja, der Trick bei solchen Aufgaben ist ja, sich nicht zu verrechnen zwischendurch. Deswegen würde ich mal immer zwischendurch mal so einen Plausibility-Check machen, ja, und gucken, ob das noch irgendwie so in die richtige Richtung geht und sein kann. Naja, und das klingt schon nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, und ich meine ansonsten wieder so von den Einheiten, ich kann nur Ohm plus Ohm rechnen. Wenn ich jetzt hier irgendwie ein Ohm-Quadrat rausbekomme, das Ohm fehlt, dann geht das auch alles nicht. Also das sieht ganz plausibel aus, was da rauskommt. Ja. So, jetzt können wir natürlich das genau hier einsetzen. Ja. So, und jetzt ist es natürlich eigentlich schlau, also UQ1 steht da, 250 Volt mal E hoch J 90 Grad, E hoch J 90 Grad könnte ich auch kürzer wie schreiben. Hier das, was hier in dem Zeiger von der Spannungsquelle auftaucht. E hoch J, nee. Ist das nicht direkt einmal auf der imaginären? Genau, also es ist einmal direkt auf der imaginären Achse und dann wäre es einfach direkt ein J. Einfach nur ein J. Ja? So, also für das kann ich auch einfach J schreiben. Also schreibe ich hier mal ein J. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, hat jemand einen Taschenrechner, mit der mit komplexen Zahlen rechnen kann? Oder MATLAB auf dem Tablet oder Octave Online offen oder irgendwas, was ein Handy-Taschenrechner, der komplex rechnen kann. Also, wenn wir jetzt keinen Taschenrechner oder einen schlechten Taschenrechner hätten, was würden, sollten, dürften, müssten wir jetzt eigentlich im Prinzip machen, um diesen Quotienten auszurechnen? Das wäre eine Variante, also wir setzen das als Nenner hier ein und erweitern mit dem konjugiert Komplexen. Oder wann lassen sich zwei komplexe Zahlen gut durcheinander dividieren? Wie nennen wir diese Form von einer komplexen Zahl? Kartesische Form. Wie nennen wir diese Form von der komplexen Zahl? Exponentialform. Ja, und in der kartesischen Form kann man die super gut addieren und subtrahieren. In dieser Exponentialform kann ich die natürlich viel einfacher multiplizieren und dividieren. Also, wenn ich das jetzt so ganz klassisch von Hand machen würde, würde man die jetzt umwandeln in die Exponentialform, dann die Exponentialform hier einsetzen, dann die Division machen und dann kommt irgendwas bei raus und das eventuell wieder zurückwandeln. So, wenn man jetzt einen schlauen Taschenrechner hat, kann man das auch einfach direkt einsetzen, hier die 10 Ohm minus J 60 Ohm und auf Solve drücken und dann sollte irgendwas bei rauskommen. Und ich sag mal so, also jetzt so im Kopf gerechnet, hier kommt ja als Betrag, ne, ich habe jetzt, wenn ich das wieder zeichnen würde, das geht 10 Längeneinheiten nach rechts und 6 Längeneinheiten nach unten oder 60, ja, eine zur Seite, 6 nach unten, also so. Und dann ist das vielleicht, weiß ich, 65 oder sowas lang. Ja, also ich teile jetzt 250 durch 65, wie oft passen hier rein? Ja, vielleicht ungefähr 4 Mal.
Und das hat einen Winkel nach oben. Jetzt teile ich durch diesen Winkel nach unten. Das sind 90 Grad, das sind irgendwie minus 80 Grad, 70 Grad. Also müssten da plus... Ach du Scheiße. So, also irgendwas hier, wir haben hier Brüche angesagt. Also sagen wir mal. Ich kann es auch in Dezimalzahl sagen. Ja, sag mal Dezimalzahl ein bisschen. Minus 4,05. Minus 4,05. Plus 0,68. 0,68. Nee, 68, nicht 86. Textbildschere. 68J. Genau. So, und Volt durch Ohm. Ergibt Ampere. Ja, so. Und das könnte eben ungefähr so sein. Das wäre ja wieder ein Zeiger, der dann eben nach links oben zeigt. Ja, und wie gesagt, das vom Betrag her wären irgendwie so ein paar 60. 250 durch ein paar 60 machen eben ungefähr 4. Und die ungefähr 4 haben wir hier. Und das mit dem Winkel passt auch. So, also das kommt da ungefähr so raus. Ja, und der Imaginärteil ist natürlich auch Ampere. Also das ist ja wieder eine Addition. Und die Addition funktioniert nur, wenn die beide die gleiche Einheit haben. Ja, deswegen muss der Imaginärteil auch ganz unbedingt die Einheit Ampere haben. Okay. So, das war jetzt, und im Prinzip sind wir jetzt fertig. Ja, dadurch, dass wir jetzt am Ende ja nochmal eine Superposition machen wollen und das mit dem zweiten verrechnen wollen, ist das keine schlechte Sache, dass das jetzt hier einfach als... schon als Realteil, Imaginärteil in der kartesischen Form dasteht, dieses Ergebnis hier. So, jetzt muss ich bestimmt mal die Tafel wechseln. Ach nee, halt. Aha, nee, wir sind noch nicht fertig. Das steht, also vielleicht war es jetzt doch gar nicht so schlau, das in der Form hinzuschreiben, weil wir müssen das jetzt noch hier oben einsetzen. So, also schreibe ich das jetzt hier nochmal ab. Also hier steht wieder 1 durch J. 1 durch J ist wieder das gleiche wie minus J. Dann stehen hier minus J 20 Ohm. Und hier unten steht das gleiche, was wir hier schon mal hatten. J 30 Ohm minus J 20 Ohm. Das macht J 10 Ohm. Weil I1. I1 steht hier unten. So, dann sehen wir, okay, J und J kürzen sich weg, 0 und 0 kürzen sich weg und Ohm kürzen sich weg. Sollte ja auch so sein in so einer Stromteilerregel, dass das irgendwie alles einheitenlos ist. Und dann haben wir hier so ein bisschen Glück, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich was rechnen müssen, dass da einfach nur minus 2 als Faktor überbleibt. So, also das heißt, ich kann jetzt alles das, was hier unten nehmen, das, was hier unten ist, jetzt nochmal umrechnen in Strom I3. Und Strom I3 ist dann einfach minus 2 mal der Strom I1. Also kommen da raus plus 8,1 Ampere minus J 1,36 Ampere, wenn ich jetzt richtig rechne. Ja. Ja, also aus dem Minus wird ein Plus, aus dem Plus wird ein Minus und die Zahlenwerte sind einfach doppelt so groß. Habe ich jetzt mal so schlank im Kopf gerechnet. Hoffe mal, dass das stimmt. So, eine Sache könnte einen jetzt verwundern, wenn man so mit seinem Erstsemester Grundlagen Elektrotechnik Wissen und Sachverstand da drauf schaut. Und zwar was? Eine Sache ist jetzt so ein ganz bisschen suspekt. Und kann man darüber nachdenken, dass die sich dann vielleicht aufklärt? Ja, dass der Strom an der Induktivität, also sozusagen kapazitiv wirkt? Ja, also der Strom hat jetzt, das würde ich jetzt nicht mal so sagen, also der hat jetzt irgendwie einen negativen Imaginärteil abbekommen. Aber ich meine, das macht uns irgendeinen Phasenwinkel und der Phasenwinkel hängt ja auch von der Quelle ab. Also die Quelle eilt ja, ja je nachdem wie man jetzt sagt, ne, die eilt ja im Prinzip vor und der Strom hier, der eilt jetzt sozusagen so ein bisschen nach, aber ich glaube, das passt schon, weil an Induktivitäten Ströme sich verspäten und sowas, also das wird schon Sinn machen, dass die, ja, also
dass das hier negativ ist, weil das macht dann so einen Phasenwinkel nach unten. Und wie gesagt, Induktivität eilt nach. Ich glaube, also das passt schon. Dass vielleicht der Strom in einer Parallelschaltung, in einem Zweck der Parallelschaltung größer ist als der. Genau, ja, also das ist auf den ersten Blick ist das irgendwie ziemlich suspekt. Früher so im ersten Semester, wenn wir Spannungsteiler ausgerechnet haben oder Stromteiler ausgerechnet haben, dann war immer die Teilspannung, deswegen heißt es ja Teilspannung, kleiner als die Gesamtspannung oder der Teilstrom war kleiner als der Gesamtstrom. Es wäre irgendwie sehr seltsam gewesen, wenn ein Teilstrom auf einmal größer wird als ein Gesamtstrom. So, hier ist das aber so. Ja? Also hier kommen hier 4 Ampere angeflossen und hier fließen auf einmal 8 Ampere. So, wie kann das denn sein? Jemand eine Erklärung parat? Sozusagen, wenn das sich in diesem Zeitpunkt der Kondensator entlädt, damit sich die Ströme addieren. Genau, also das sind ja 2 gegensätzliche Elemente hier. Ja, also hier haben wir was Induktives, hier haben wir was Kapazitives, hier wird Energie in dem Magnetfeld gespeichert, wird Energie in dem elektrischen Feld gespeichert und im Prinzip haben wir hier sowas wie so einen mini kleinen Resonanzkreis gebaut und also hier kann einfach Energie von hier nach hier pendeln, ja, und das heißt, hier fließt hier Energie sozusagen im Kreis, oder hier fließt Strom im Kreis, der gar nicht hier oben sichtbar wird. Und man kann auch einfach so sagen, naja, dadurch, dass wir hier so sinusförmige Größen haben, können die natürlich auch von der Phasenlage her so sein, dass die sich einfach gegenseitig aufheben. Also ich kann hier einen Strom haben und hier einen Strom haben, die können jeweils sehr groß sein, aber die können sich genau an dieser Summation, an dem Knotenpunkt eben genau gegenseitig auslöschen. Und die löschen sich jetzt hier nicht perfekt gegenseitig aus, weil die ja unterschiedlich groß sind, die Impedanzen. Wenn die Impedanzen hier gleich groß wären, dann hätten wir so einen perfekten Schwingkreis, dann hätten wir hier praktisch unendlich großen Strom, ja, sozusagen mit 0 Grad Phasenwinkel und unendlich großen Strom mit 180 Grad Phasenwinkel, dann würden sie sich genau gegenseitig aufheben, sodass hier oben eigentlich gar kein Strom fließen würde. Also dann wäre dieser Faktor hier noch viel, viel, viel größer an der Stelle oder würde praktisch gegen unendlich gehen. Ja, aber in der Theorie, in der Praxis würde das nicht passieren, weil natürlich die Induktivität aus dem Draht gewickelt ist und dann hat die noch ein ganz bisschen Widerstand und die Kapazität ist auch nicht ganz ideal, sondern die hat noch ein bisschen Parallelwiderstand und die machen dann Verluste und dann hebt sich das eben nicht genau gegenseitig gegen unendlich auf. Also die Ladungen, also der Kondensator und die Induktivität schieben zwischen sich Ladungen? Genau, die schieben zwischen sich, tauschen die Energie aus und die wird gar nicht nach hier oben, gar nicht sichtbar. Ja, und das geht eben. Bei Gleichstrom geht das nicht, weil bei Gleichstrom habe ich ja nur Strom, der immer mit dem gleichen Wert in eine Richtung fließt. Hier geht das jetzt, dass der Strom hier unten, ja, dass dieser Teilstrom eben betragsmäßig größer wird als der hier oben, weil das ja ein sinusförmiger Strom ist. Und weil die eben von der Phasenlage genau entgegengesetzt sein können, sodass sie sich hier ein großer Strom fließt und hier ein großer Strom fließt, dass sie sich aber an dem Knotenpunkt genau gegenseitig aufheben, sodass hier oben weniger Strom sichtbar ist. Ja, also das klingt, sieht auf den ersten Blick komisch aus, dass ein Stromteiler eben größer wird als 1, ist aber bei so Sachen, wo unterschiedliche Bauelemente drin vorkommen, ist das nicht ungewöhnlich, dass das so passiert. Aber es ist auch nur der, also quasi größer als das, da wird das nicht, weil der mit Spitzen werden die ganze Zeit rechnen. Nö, das kann auch noch größer werden. Also ich meine, kann man sich jetzt hier überlegen, ne? wenn das jetzt hier nicht. Oder sagen wir mal, wenn das 30 wäre und das wären jetzt nicht 20, sondern 29, das wäre dichter dann an 30. Ich meinte bei dieser Konfiguration, wie wir es jetzt hier haben. Ja, bei der Konfiguration, also letztendlich hängt das von diesen Bauelementwerten jetzt hier ab. Ja? Also desto dichter die zusammen sind, desto näher komme ich ja hier. Hier ist ja eigentlich eine Differenz, weil das 1 durch J ist ja ein Minus J und dann rechne ich hier eine Differenz aus. Und desto gleicher diese Werte sind, desto kleiner wird das hier 1 durch was Kleines ergibt, was Großes. Und dann kriegt man genau so einen Resonanzfall hin an der Stelle. So, okay, also da kommt jetzt auf jeden Fall irgendwas bei raus für nur UQ1. So, jetzt muss ich mal schauen, die geht ganz leicht hoch, die Tafel. Das ist schon beim letzten Mal, habe ich die runterbekommen.
Die ist super gut ausbalanciert, man sieht's. Nee, egal. So. Jetzt machen wir nur UQ2 von T. So. Also jetzt machen wir nur diese Quelle an und machen diese Quelle aus. Aus der Quelle ist wieder ein Kurzschluss und ich zeichne die Schaltung wieder so ein bisschen um. Und dann sieht die Schaltung so aus, also ich habe jetzt auf der Seite nur die Quelle. Ja. Dann geht es von der Quelle zu dem Kondensator. Und dann folgt an dem Kondensator da oben dieser Knotenpunkt. Und an dem Knotenpunkt sieht man, der Strom kann sich jetzt aufteilen. Er kann einmal so lang fließen oder der kann einmal so lang fließen über den Widerstand und die praktisch kurz geschlossene Quelle oder die Induktivität und kommt dann wieder an der Quelle zurück. Also hier gibt es diesen Knotenpunkt, dann haben wir R oder L und dann sind wir schon wieder bei der Quelle zurück. Das ist jetzt die Quelle UQ2 als Zeiger. Das ist das 1 durch J Omega C, das ist das J Omega L, das ist das R. So, naja, und jetzt müssen wir gucken, das ist jetzt der Strom, der hier aus der Quelle rausfließt, zwischen Quelle und über den Kondensator, das ist der Strom I2. Und wir suchen jetzt immer noch den Strom, der dann von diesem Knotenpunkt in Richtung Induktivität und zurück zur Quelle fließt. Also hier, oder auch meinetwegen da oben eingezeichnet, zeichnet hier unten ein, den Strom I3, den suchen wir jetzt. So, das ist jetzt die Schaltung entsprechend umgezeichnet. So, wenn man jetzt da scharf drauf schaut auf die Schaltung, was fällt einem auf? Vom Konzept her genau. Genau, also von der Topologie her exakt die gleiche Schaltung wie vorher, bloß das, da wo vorher mal ein Widerstand war, da ist jetzt der Kondensator und die Kapazitäten umgekehrt. Also einfach Kapazität und Widerstand haben die Position getauscht. Ja? So, und das heißt, wir können natürlich jetzt einen Haufen Kram von da oben einfach abschreiben und können sagen, der Stromteiler, der ist im Endeffekt der gleiche. Also nehmen wieder das Bauelement, wo der Strom nicht durchfließt, das ist das R, teilen durch die Gesamtimpedanz hier im Sinne dieses Umlaufes mal den Gesamtstrom, das ist der Strom I2. Und den Gesamtstrom I2 kriegen wir wieder raus, indem wir die Quellspannung nehmen, UQ2, und durch die Gesamtimpedanz teilen. Die schreibe ich jetzt mal direkt hin. Das wäre eben das 1 durch J Omega C plus R parallel dem J Omega L. So, und im Prinzip ist damit, ja, die Werte kennen wir alle, die können wir wieder einsetzen. Können dann den Strom nehmen und hier oben einsetzen, dann können wir den Strom ausrechnen. Also elektrotechnisch gesehen ist das Problem gelöst. Es bleibt ein mathematisches Problem, das jetzt einfach zahlenwertmäßig auszurechnen. Naja, gut, und das müssen wir jetzt noch irgendwie machen. Und da fangen wir wieder hier unten an. Und da schreibe ich jetzt nochmal hin, Z gesamt. So, 1 durch J macht minus J, das Omega C sind 20 Ohm. Die kann ich ja mal abschreiben, da kann man nicht viel bei verkehrt machen. So, jetzt kommt wieder diese Parallelschaltung, das ist ja schon mal ein bisschen was Fieses. Das Produkt der beiden durch die Summe 10 Ohm mal J 30 Ohm. Und hier unten steht dann eben auch 10 Ohm plus J 30 Ohm. Tja, und also was wir auf jeden Fall hier mal machen können, um uns ein bisschen Schreibarbeit zu sparen und das zu vereinfachen, ist, wir nehmen wieder ein Ohm und kürzen das weg. Ja, so dass da nur ein Ohm überbleibt und wir machen genau das gleiche wie vorhin. Wir machen hier, wir kürzen hier unten, klammern sozusagen eine 10 aus, kürzen eine 0 da oben weg. So. Und naja, irgendwie müssen wir jetzt trotzdem damit weitermachen mit dem Spaß hier.
Was wäre jetzt vielleicht geschickt, damit weiterzurechnen? Die Idee kam vorhin schon mal. Ja, wir teilen jetzt immer noch durch eine komplexe Zahl, nämlich 1 plus 3j. Wenn man durch eine komplexe Zahl teilt, mal das konjugiert Komplexe. Ja. Das wäre bestimmt hier schlau, weil ich meine, dann kriegen wir ja wieder was raus. Also wir könnten jetzt das hier oben, das ist ja praktisch schon in Exponentialform fast da. Wir könnten jetzt das in Exponentialform umwandeln, dann können wir diese Division machen. Bloß wir müssen es ja am Ende sowieso wieder addieren. Also müssen wir das, was dann rauskommt, wieder in real und imaginär umwandeln, damit wir es addieren können. Dann ist es vielleicht schlau, das direkt mit dem Konjugiert-Komplexen zu machen. So, also erweitern wir mit dem Konjugiert-Komplexen. Das ist 1 minus 3j und hier oben auch 1 minus 3j. Minus. So. Jetzt muss ich hier unten irgendwie weiterschreiben. Z gesamt. Also das sind immer noch minus j 20 Ohm plus. So, und jetzt diesen Bruch. So, wenn man das jetzt hier unten ausrechnet, 1 plus 3j mal 1 minus 3j, was kommt da raus? Warum machen wir das? Oder was steckt da mathematisch gesehen dahinter? Dritte binomische Formel. Ja. Und die sagt uns? 1 plus 9, also 10 müsste da rauskommen. Genau, also wenn man sagt a minus b, oder a plus b mal a minus b, das ist ja genau das. Ne? Dann kommt da raus a Quadrat minus b Quadrat. Und in dem Fall ist das a bei uns, das ist die 1 und das b ist, das b ist 3j oder minus 3j, ist ja egal, irgendwie haben wir es eben. So, also das zum Quadrat minus das zum Quadrat. So, j mal j. Steht aber hier, j Quadrat ist wieder minus 1. Das macht sich mit dem Minus hier weg. Also haben wir das zum Quadrat plus das zum Quadrat. 1 plus 9 sind 10. 10 ist gut, weil das ist einfach zu rechnen. Genau, da können wir im Prinzip gleich kürzen. Das brauchen wir gar nicht abschreiben. Das ist eine sehr gute Idee. Das spart hier enorm Zeitarbeit. Und dann ist die entscheidende Sache, für so kleine Korrekturen braucht man dann doch immer noch mal einen trockenen Schwamm. So, also können wir dann direkt nochmal eine 10 wegkürzen und dann bleiben da 1 mal 3j oben über, also da bleiben 3j oben über, sehe ich das richtig? Ja. Oder j 3 ohm. Wie auch immer rum man, achso, halt, nee, und mal noch das da oben, ne? Also mal die 1 minus 3j. Die dürfen wir natürlich hier nicht ins Skat drücken. Wir haben jetzt das hier unten miteinander verrechnet. Da kamen diese 10 raus, durch die wir geteilt haben. Die haben wir dann mit der 10 hier, ich mache mal sozusagen, ne, jetzt das hier alles weg. Das haben wir jetzt weg, so, mit der 0 da weg. Aber das hier oben, das bleibt noch über, das müssen wir jetzt noch mit hinschreiben. So, also kommt da raus minus j 20 Ohm. So, dann haben wir 3j mal 1 macht plus 3j Ohm oder plus j 3 Ohm und 3j mal minus 3j, j mal j steht hier oben wieder, macht wieder minus 1, das macht sich mit dem Minus weg und dann 3 mal 3 sind 9, kommen da plus 9 Ohm raus. So, und jetzt können wir noch das ein bisschen umsortieren und die 3 mit der 20 hier verrechnen, dann kommen da 9 Ohm minus J 17 Ohm raus, wenn ich das jetzt richtig gerechnet und überschlagen habe. Stimmt's? Gibt gegenteilige Stimmen? Sagt einfach Bescheid. So, jetzt nehmen wir das Z gesamt, ja, und setzen das eben hier unten ein, um das I2 auszurechnen. Oh, ja, ich schreibe doch hier vorne. So, also I2 ist jetzt UQ2, das steht hier, das sind diese 108
1,27 Volt. Das EOJ0 schreibe ich jetzt nicht mit ab. Und das teilen wir jetzt durch diese 9 Ohm minus J17 Ohm. So, und ja, setzen das in den Taschenrechner ein, hoffen, dass irgendwas bei rauskommt. Und also, ich kann jetzt ja wieder sozusagen die kurze Überschlagsprobenrechnung im Kopf machen. Ne, also wir haben 9 Längeneinheiten zur Seite, 17 Längeneinheiten nach unten. Da müsste das ungefähr vielleicht 20 lang sein. 100 durch 20 müsste ungefähr 5 ergeben. So. Und wenn wir hier durch so einen negativen Winkel teilen, müsste da was mit einem positiven Winkel bei rauskommen. 2,63 Ampere. Und jetzt müsste plus J 4,974 Ampere. Ja, und ja, also größenordnungsmäßig und vom Winkel her würde ich sagen, passt das auf jeden Fall. Ja, das also sozusagen dieses Verhältnis 9 zu 17, das müsste man auch hier wieder finden. Und ja, so wie ich sage, von der Überschlagsrechnung ungefähr so passt das. So, okay, jetzt haben wir also diesen Strom, jetzt müssen wir noch unseren unseren Stromteiler da oben ausrechnen. Also I3. Und da steckt jetzt eben drin, dass R, das sind 10 Ohm durch 10 Ohm plus J 30 Ohm. Und das Ganze mal das, was hier steht. Also mal, ich schreibe das jetzt einfach ab, I2. So, naja gut, und jetzt wie ich sage, jetzt müssen wir es nochmal ausrechnen. Ich überlege gerade, ob das jetzt irgendwie auch noch einfacher gegangen wäre, aber so richtig, ich meine, hier ist was so 9 und 17. 17 ist eine Primzahl, mit der kann man irgendwie nichts machen. Ja, nochmal irgendwie eine 3 oder sowas hier ausklammern. Also manchmal passiert sowas, dass dann hier was rauskommt, was man dann zufälligerweise genau mit dem irgendwie wegkürzen kann, aber das erscheint mir jetzt ja auch nicht so richtig der Fall zu sein. Also auf jeden Fall sollte hier jetzt was ein Stromteilerfaktor betragsmäßig kleiner als 1 rauskommen, ja, weil ich ja hier diesen Widerstand drin habe, der macht, dass das auf jeden Fall kleiner wird. Also jetzt sollte der Teilstrom kleiner werden als dieser. Und zwar irgendwie schon so, naja, bei einem Drittel. Ne? Und das sollte uns nochmal einen negativen Phasenwinkel geben. Das könnte sein, dass das hier so ungefähr diesen positiven Phasenwinkel da so ein bisschen aufhebt. Vielleicht gewinnt der, also eigentlich müsste der hier sogar gewinnen, weil das ja vom Verhältnis her 1 zu 3 größer ist als das 9 zu 17. 1,754. So, 1,754 Ampere. Minus 0,292 J. 0,292 J Ampere. So, also hier kann ich ja auch mal die Ohms wegkürzen und eine 0 wegkürzen. Aber irgendwie das J und das, die 3 und so, das muss man schon noch einrechnen. Ne? Aber ich meine, wie ich sage, das hat jetzt wieder einen negativen Phasenwinkel bekommen und ungefähr den Zahlenwert, naja, durch. Also hier ist es jetzt irgendwie deutlich mehr als ein. Kann man jetzt nicht so richtig sagen. Müsste man mal Beträge ausrechnen. So, jetzt sind wir im Prinzip fast fertig. Was fehlt jetzt noch? Die zweite. Die Ströme addieren. Jetzt fehlt noch Superposition. Ja? Wir müssen noch die Ströme addieren. Jetzt hoffe ich mal, dass die... hoch geht es einfacher als runter. Aber wahrscheinlich... das ist so echt... Alles kaputt hier. So, jetzt ist es zu hoch, aber ist mir jetzt auch egal. So,
jetzt kommt letzter Schritt, Superposition. Also wir nennen das mal irgendwie I3. Das war das von der zweiten Quelle. Das, was hier unten irgendwo rausgekommen ist, das nennen wir I3 von der ersten Quelle. Und die beiden müssen wir jetzt zusammenrechnen. Also wir müssen jetzt sagen, unser I3 Gesamt ergibt sich aus dem Einfluss der ersten Quelle und dem Einfluss der zweiten Quelle. Und jetzt schreibe ich einmal diese Zahlenwerte ab. Also da kam jetzt heraus 8,1 Ampere, so genau haben wir das jetzt nicht aufgeschrieben, minus J 1,36 Ampere. Ja, und das ist, ja, wie gesagt, so ohne MATLAB macht sowas eigentlich nicht so richtig Spaß, aber gut, jetzt haben wir es nicht und müssen wir irgendwie machen. So, plus 1,745 Ampere und nochmal minus J 0,292 Ampere. So, und naja, 8,1 und 1,7 ergibt irgendwie 9,854. Ich weiß nicht, wenn jemand das jetzt mit seinem Taschenrechner oder mit dem Computer noch genauer gerechnet hat, kann er ja nochmal irgendwie Zahlenwerte nach vorne werfen. Und 1,36 und 0,29 müsste irgendwie 1,7 oder rechne ich jetzt richtig? 1,6 erstmal nur, ne? 1,652 Ampere. Hat das mal jemand? Das Ergebnis ist 9,854 1,068 J. Aber warum plus? Ich habe 1,643. 1,643. Naja, irgendwie sowas in dem Dreh. Sieht schon ganz gut aus. Eigentlich wir uns auf 1,65. Irgendwie sowas im Ding. So, okay, das kommt jetzt raus. Also das ist jetzt der Zeiger. Das ist jetzt der Zeiger. Was war jetzt aber streng genommen nach Aufgabenstellung gesucht? Ja, also die Zeitfunktion. Ja, also das, was eigentlich mal gesucht war, war das I3 von t. So, und um das I3 von t aufzuschreiben, brauchen wir wieder irgendwas mal Sinus Omega t plus irgendein Phasenwinkel. So, und wie kommen wir jetzt da noch drauf? Wir wandeln den Spaß wieder in die Exponentialform um, ja. So, und wie machen wir das? Wurzel der Quadrate ist Amplitude. Genau, also Satz des Pythagoras, wir nehmen das zum Quadrat, davon die Wurzel. Kann man im Kopf rechnen, kommt. Trivial. Hier, egal. So schreiben gibt es genau. Ja, also ich sag mal so, ne, das sind so roundabout 10. 9,99897. So, also, ja, das sind ein bisschen weniger als 10. Das zum Quadrat macht ein bisschen weniger als 100. Die restlichen gleichen wir mit dem hier aus. Kommt da ungefähr 100 raus. Die Wurzel von 100 sind 10. So, und als Phasenwinkel. Ja, und ich, also während ich rechne, schreibe ich mal daneben. Also das, was wir jetzt eigentlich dafür gerechnet haben, waren diese 9,854 zum Quadrat plus die 1,65 zum Quadrat und davon die Wurzel, Satz des Pythagoras. So, und jetzt brauchen wir noch ein E hoch J und ein Argument, ein Phasenwinkel. Ich habe noch falsche Winkel. Arkustangens von minus 1,65 durch 9,8. Genau, also der Arcus Tangens von dem imaginären Teil geteilt durch den Realteil ist minus 9,5.
Und das macht, wenn wir das dann hier einsetzen, minus J 9,5, ja, Grad. So. Und das ergibt dann natürlich auch im Prinzip direkt unsere Zeitfunktion. Also es ist ja ein 10 Ampere mal Sinus von Omega T und dann in dem Fall eben nicht plus, sondern minus 9,5 Grad. So, und mein Elefantengedächtnis sagt mir, kommt mir irgendwie bekannt vor, könnte stimmen, könnte man jetzt in die Ergebniskontrolle des Übungsheftes reinschauen und feststellen, stimmt hoffentlich auch. Ja,